und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute mal nicht zu Hause, sondern ich bin schon in der Stadt unterwegs. Ich war nämlich gerade mit der Paula frühstücken und wir machen heute auch ein Video zusammen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir in den Pick and Wait gehen. Das ist hier so ein Secondhand-Shop. Ja. Ja, so ein Laden. Und dass wir quasi die Thrift-Shop-Challenge machen. Also, dass wir für uns gegenseitig ein Outfit suchen, passend zu unserem Style. Und ich stelle mir das jetzt schon sauschwierig vor. Ich auch. Also, gucken wir mal, wie es läuft. Und wir nehmen euch natürlich mit und ihr müsst dann am Ende auch sagen, welches Outfit ihr cooler findet. Und noch eine Sache, die ihr hoffentlich gemerkt habt. Ich filme nicht mit meinem Handy, sondern mit der Kamera von der Paula. Aber das ist dieselbe Kamera, die ich mir dann auch kaufen werde. Also, schreibt mal in die Kommentare, ob die Qualität besser findet. Ja, wenn die Qualität gut ist. Ja, weil dann hole ich mir die auf jeden Fall auch. Okay, also wir sind jetzt im Laden, aber hier sind voll viele Menschen, deswegen rede ich mal ein bisschen leiser. Aber wir sind jetzt da und fangen jetzt mal an, die Outfits zu suchen füreinander, ne? Aber es sind schon so viele mit der Laden und 5 Minuten auf und es sind so viele Menschen hier. Aber ja. Oh geil, Zeit. Oh ja, darauf stehe ich, das sehe ich schon. Die ist auch genau meine Größe, hey, voll cool. Ich glaube, nicht ausgewaschen oder so. Okay, wir fangen jetzt mal an. Spotted a wild Paula. Hä, wo ist sie denn? Ach, da sieht man ihre Mütze. So, ich habe schon 2 Sachen gefunden. Und ich habe auch schon ein Outfit im Kopf. Warte, ich stelle euch mal hier hin. So, habe ich schon einen roten Rock gefunden mit einem schwarzen Rollkragenpullover und den ich dann so ein bisschen oversized reinstopfen und dann so richtig coole Boots finden, so wie Doc Martens. Das stelle ich mir ganz cool vor. Aber ich finde keine Boots. Ich habe welche gefunden in braun, aber ich will schwarze. Aber ich muss mal jetzt weiter suchen, aber die Paula. Die Paula hat noch gar nichts. Es geht einfacher als gedacht. Ich habe einfach endgut schon diesen Rock gefunden. Na du, wie läuft's? Ich habe jetzt schon mal einen guten Plan. Ich auch, aber ich finde das passende Paar Schuhe, das ich wollte nicht. Schuhe? Mach mir mit Schuhe. So, hätte ich jetzt schon gemacht. Mal gucken, okay? Also, ich habe hier schon so ein paar Sachen. Ich frage mich halt auch, ob die Sachen ihr dann auch passen. Weil hier gibt es ja immer nur so eine Größe oder so. Und wenn einem was gefällt, dann ist es nur ein L oder XL. Aber ja, okay, es ist echt schwer. Hier bin ich gerade bei den Männern. Warte, würde der Hanna bestimmt auch gut stehen. Ich muss mal gucken, dass die mich nicht sieht. Aber ja, so mega viele Tücher. Ich habe halt so ein Outfit, das ist so, ich hoffe, ihr könnt es sehen, so blau. Und da könnte eigentlich so ein Tuch richtig gut so passen. Ich nehme das einfach mal mit. So, wir haben es dann auch mal geschafft, dass wir hier im Kleid kommen. Und haben jetzt beide die Outfits fertig, weil ich steige mal hier irgendwo ab. Geht das hier? Okay, gut. Und zwar soll jetzt einfach die Outfits über die Tür stellen. Okay. Wahrscheinlich denken sie sich jetzt alle, warum reden sie in der Umkleide? Egal, wir reden zu zweit. Also, ich habe ein dry-teiliges Outfit. Und zwar einmal einen roten Rock. Okay, sehr cool. Und dann einen schwarzen Rollkragenpullover, den halt so ein bisschen oversized, quasi reitest du so ein bisschen raus. Weißt du, was ich meine? Okay, sehr cool. Dazu dann die schwarzen Doc Martens, die sie schon anhatte, weil ich habe keine anderen gefunden. Und dazu ein Mini-Backpack, den fand ich ganz cool. Ich habe eigentlich eine Bauchtasche gesucht, aber es gab keine. Habe ich auch gesucht. Wahrscheinlich dann so. Ja, genau. Eine Schulter. Okay. Mehr Teile als ich. Ja, weil ich habe Angst, dass es nicht passt, dann habe ich eine Alternative. Okay. Also ich. Ein Rock. Klar, der ist ein bisschen länger, aber mir geht der schon als Maxi. Also ich könnte den mir so gut so Oversize vorstellen. Okay, also der ist so weiß mit Punkten. Und dann so ein T-Shirt, also dazu, das ist halt der blaue Punkt ist. Wenn du da so ein T-Shirt so reinsteckst, innen rein. Und das hier, das will ich aber nicht um den Hals machen, das sieht scheiße aus. Aber so um den Arm. So als zum Beispiel so als Armband, aber das werden wir dann gleich nochmal sehen. Okay.
Okay, also wir haben jetzt unsere Outfits an. Ich habe hier meinen Rock mit einem blauen Oberteil und einem Bandana und Sonnenbrille. Ich habe jetzt gerade zwei Brillen auf. Und die Paula, ihr Rock, da geht der, hier ist das Reißverschluss, der geht nicht zu. Aber sie muss seine Boots noch anziehen, sonst ist der Look gar nicht fertig. Aber das ist auf jeden Fall mein Look. Der Rock ist auch dezent zu groß, aber ich halte ihn einfach mal kurz hinten. So, also hier hätten wir Paulas Outfit. Das Licht ist so kacke hier drin. Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich bin eigentlich echt zufrieden mit meinem Look. Geil. Ja, also auf jeden Fall hast du meinen Style getroffen. Ich finde es auch cool, so Rollkragen zu kurzen Röcken. Ich finde es auch irgendwie, wenn man das hier noch so ein bisschen so... Ja. So. Ich finde es auch cool mit den Ducks, Schakulas. Ja, das stimmt. Muss ich noch ein bisschen brauner. Okay, von 1 bis 10. Das Outfit gefällt mir. Ist eine sehr gute... Eine 9 ist es. Echt? Ja. Das ist das Bild, was ich echt sehr kürzer sein und ja, drei. Das habe ich auch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Ja, cool. Ja, echt cool. Das freut Rucksack, mich. Also so einen Rucksack habe ich auch noch gar nicht. So klein nicht? War. Ich dachte, du hättest Tail schon so einen. Nee. Cool. Also, Paula hat hier einen Midi-Rock mit einem Oberteil, Schuhe sind von mir und einem Bandana. Und ich habe jetzt meine normale Brille ausgezogen, weil Sophia zwei Brillen auf dem Schalter kam. Also ich muss sagen, das Oberteil finde ich ganz cool, obwohl ich eigentlich fast nie dunkelblaue Basic-T-Shirts trage, wenn ich Basic-T-Shirts trage. Das könnte man zum Beispiel hier noch so ein, zweimal umkrempeln. Genau, das Bandana finde ich total cool. Das finde ich eigentlich ganz cool, das erinnert mich an meine Durch die Wildnis-Zeiten. Da hatten wir auch so Bandanas an und um den Kopf und so. Sonnenbrille finde ich ganz süß, steht mir leider nicht. Ist einfach die Form, so ich, Sonnenbrille sind nicht so mein Fall. Ich muss sagen, was mich wirklich stört. Ist zu lang? Ja, ich trage nie im Leben Midi-Röcke. Also ich habe ja mal ein Midi-Kleid getragen mit so Stiefeletten. Aber das ist das einzige Mal, dass ich irgendwas Midi-mäßiges trage. Ich finde, Midi-Röcke schaut immer gleich so altbacken aus. Und so, hallo, ich bin Lieschen Müller. Da habe ich dir jetzt schon Milch anbieten. Ja, stimmt. Also ich finde es schon ganz süß, aber es ist leider nicht ganz so mein Style. Tut mir leid. Aber das Kleid auf jeden Fall. Das Kleid finde ich süß. Das kann ich auch gleich nochmal anprobieren. Aber hättest du das Kleid mit dieser einen roten Baskenmütze, die es draußen gab, kombiniert? Ja. Die habe ich nicht gesehen. Tja, die hätte ich fast wieder geholt. Da haben sie, nee, ist doch eher so ich. Also ich würde das Outfit, ich will nicht gemein sein. Also ich würde das Outfit mit 6 Punkten mit unten. So, wir sind fertig. Es wurde sogar in der Umkleide geklopft, weil wir so lange gebraucht haben. Obwohl wir zu zweit waren. Okay, wir waren voll so lange fix. So lange haben wir auch nicht gebraucht. Ja. Aber wir haben nur eine Umkleide. Ja, echt. Eine Umkleide für den ganzen Laden. Aber ja, ihr habt jetzt die Outfits gesehen. Ihr könnt gerne mal schreiben, welches euch besser gefallen. Also ob euch Paulas, also was ich für Paula gemacht habe oder Paula für mich. Bin mal gespannt, wie ihr es findet. Unsere Benotung habt ihr ja schon bekommen. Hallo, fremde Menschen. Hallo. Schaut ruhig her. Beobachtet. Okay. Dann vielen Dank, Paula, dass du mitgemacht hast. Gerne. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vergesst nicht zu schreiben, wie ihr diese Kamera auch findet, weil es interessiert mich wirklich. Ja, ja. Ja, ja. Lassen wir mal die Leute vorbei. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.